Okay, damit geht's weiter mit Dauntless, der Open Beta. Ja, das letzte Mal sind wir am Malstrom angekommen, unser nächstes Gebiet, wo wir auch schon die ersten Unterarten erledigt haben. Und das war natürlich schon eine krasse Sache. Die Unterarten wechseln ja aber leider immer. Deswegen müssen wir jetzt erstmal schauen, was wir überhaupt mal diesmal erjagen werden. Da bin ich mal ein bisschen gespannt. Und ob wir diesmal auch schon weitermachen. Weil wir brauchten ja gewisse Rüstungs- und Schadenswerte, um die nächste Quest zu bekommen. Und die haben wir eigentlich das letzte Mal noch schnell gemacht. Deswegen, wie gesagt, schauen wir mal, wie das jetzt laufen wird. Ich wünschte, ich könnte mitmachen, aber in der Kaserne ist das etwas schwierig. Oh, okay. Ja, gut. Das funktioniert dann nicht so wirklich, das ist richtig. Sobald man ein Auto unterhalten muss, kann man beim PC nicht mehr viel falsch machen. Da verliert man völlig das Wertgefühl. Was? Wie? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Meinst du, weil das Auto dann so teuer ist oder wie? Keine Ahnung. Gut. Dann legen wir los. Ja, wie gesagt, wir hatten ja das letzte Mal die Rüstung noch dann angezogen, damit wir gerade die Werte haben. Und da würde ich mal sagen, nehmen wir einfach auch direkt die nächste Quest an. So, ich schätze mal, du hältst dich jetzt für eine echten Helden. Mag sein, dein Ausrüstung sieht gut aus. Du hast diesen speziellen Blick. Du hast schon ein, zwei Behemoths erledigt. Ja, schon. Die Dinger, die du jetzt jagen wirst, nun, vielleicht wirst du dir wünschen, Wyrmskene niemals verlassen zu haben. Du bist schon im Spiel, okay. Okay. Augen in der Dunkelheit und Radiant Dawn. Look at a Shroud for you to slay. Was zur Hölle ist denn jetzt ein Shroud? Können Sie mal aufhören, die ganze Zeit so ähnliche Sachen zu machen? Shrike, Scrave und Shroud. Da blickt doch keiner mehr durch. Ich verabschiede mich nicht. Okay, dann danke, das war was, Silver Sakura. Und dann wünsche ich dir eine gute Nacht und noch einen schönen Abend. Okay, ein Shroud also. Ever get nightmares? I used to. Got over them when I had to. And I learned there are nightmares that haunt you when you sleep and nightmares that hunt you. Period. Slayer found you a nightmare to hunt. Okay. Hate and misery. Aha. Hört sich krass an. Da bin ich mal sehr gespannt. Resakiri für dich zum Erlegen. Okay. Shroud und Reza sind die derzeitigen Endbosse. Da sollst du jetzt erstmal noch die Finger von lassen. Ah ja, okay. Found your target. One even I haven't faced and I faced everything. It's called Reza Kiri. Feeds on a radiant ether and flings hard light blades. Okay. We really, really don't want it to find its way to Ramsgate. You helped us, Leia. Time to turn off the lights. Oh oh. Das sind die Endbosse also. Hört sich krass an. Ich würde echt gern länger bleiben, aber mein Internet packt die 720p aus irgendeinem Grund nicht. Springt die ganze Zeit rum und stockt. Ich habe noch einen schönen Stream. Außerdem fürchte ich noch, dass mein Bildschirm bald auseinanderfällt. Oh je. Dann kümmere dich erstmal um die Sachen, ja. Und danke, dass du dabei warst, Tregios. Und ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch eine gute Nacht. So. Dann muss ich fit sein, wenn mich die Ausbilder anschreien. Ich mach besser auch Schluss. Okay. Dann auch an dich, Draco. Danke, dass du dabei warst. Und ja, dann morgen hoffentlich einen guten Tag. Und auch an dich eine gute Nacht. Ich kann den Helm ausblenden, das ist richtig, genau. Das können wir machen. Das hast du ja schon gesagt, stimmt. Mal sehen. Mal sehen, ob es funktioniert. So, nie anzeigen, nie anzeigen. Das hat ja gut funktioniert, ne? Ach so, ich muss noch OK drücken, ne? Bestimmt. Geschlechtsidentität. Nee, hä? Bestätigen, ja. Muss ich jetzt noch irgendwas bestätigen? Nee.
Ach, mit X bestätigen. Ach. So blöd, dass jeder. Ich hatte vergessen, wie er aussieht. Ach Gott. Ja, ich hatte vergessen, dass das X hier eine andere Taste ist. Ich habe versucht, mit A zu bestätigen. Das Problem, wenn man gerade eben noch einen anderen Controller in der Hand hatte. Ach Gott, ja gut, okay. Dann spielen wir so. Auf jeden Fall danke für den Hinweis. Ja gut, ne? Dann ist jetzt die große Frage, der Malstrom, ja. Ach ja, und jetzt haben wir heroisch freigeschalten. Neuer Titel, okay. Und hier haben wir die beiden Augen in der Dunkelheit und Radiant Dawn. Ja, Sakiri und Shroud, aber du meinst, das sind die Endbosse. Gut, die kann man auch bloß auf heroischer legen. Und wir sollten auf heroisch vielleicht erstmal dann gucken, was wir denn so allgemein haben, ne? Das ist jetzt natürlich die große Frage. Was ist denn da? Da ist ein Moonreaver dabei, denke ich mal. Cherok? Ach, wie hieß dieses Insektenvieh nochmal? Keine Ahnung. Und natürlich ist der Quillshot geblieben. Ugh. Ich hoffe nicht, dass wir den die ganze Zeit wieder bekommen. Das wäre ein bisschen ätzend. Ja, dann würde ich sagen, grundlegend aber bloß ein bisschen Deviants farmen. So, ich kann dich mal einladen, Darth Plagueis. Die große Frage wäre natürlich Moonweaver, Deadeye, Firebrand und The Razorwing. Okay. Genau, Moonweaver hatte ich ja, Deadeye, genau. Quillshot auf Heroisch ist heftig, ja. Die Frage wäre jetzt gerade eben. Bringt das heroisch mehr? Also was bringt das heroisch? Ist es einfach bloß nochmal krasser oder bringt das mir auch neue Sachen? Das wäre jetzt so gerade meine Frage. Oh, steht dran, was derzeit ausgerüstet ist. Oh, das ist ja großartig. Oh, mir gefällt das neue Update. Das ist sehr, sehr toll. Wie gesagt, das ist jetzt die große Frage, was das genau bringt. Ja gut, okay. So viel habe ich jetzt halt gerade eben nicht. Der Shock Jaw könnte ich nochmal verbessern. Das sollte gerade der stärkste sein. Den kann ich sogar nochmal verbessern. Nice, okay. Donner sollte man damit gut haben. Und dann würde ich sagen, machen wir einfach nochmal ein paar von den Deviants. Ich hoffe, dass Dauntless noch für PS4 oder so herauskommt. Na, das wird man sehen. Also, sie konzentrieren sich erstmal darauf. Also, erstmal muss das Spiel released werden, sage ich mal. Bevor. Aber ich denke, dass es so sein kann, ja. Das Spiel sieht besser aus, als ich erwartet habe, ja. Das freut mich natürlich zu hören. Ja, es hat ein bisschen seinen eigenen Stil, aber es ist ein echt gutes Spiel, muss man sagen. Also, es ist auf seine Art gut. Heroisch gibt dir bessere Arcanite, was du für hohe Upgrade-Stufen brauchst. Und die Behemoths sind viel härter und haben teilweise noch spezielle Effekte. Okay. Aber man schaut. Einverschmelzt, infused. Aufgeladen. Okay. Ja. Das heißt aber zuerst mal ein bisschen normale Sachen machen und dann. Und dann auf heroisch, oder wie? Damit man halt mal die unteren Stufen hat. Na toll, Bernstein 00 bleibt noch einen Tag. Ja, großartig. Das bringt mir dann sehr viel, da dann noch weiterzumachen. Wir machen jetzt einfach mal eine normale Patrouille. Ich brauche hier auf jeden Fall das Arcanite. Aber ist das dann so am sinnvollsten, das dann zuerst zu machen? Und ab welchem Punkt soll man dann die, ja, wahrscheinlich, wenn man voll aufgewertet ist. Ah, Moonreaver. Nice. Ab welchem Punkt sollte man dann die Endbosse machen? Aber wahrscheinlich, wenn man mal eine voll aufgewertete Rüstung hat. Slayer of the Queen. Okay, stimmt klar. Der Titel. Muss ich gleich auch noch gucken. Jetzt schauen wir erstmal, ob wir noch andere Leute dazu bekommen. Ob wir uns andere Leute angeln können. Ah ja. Da sind ja schon mal ein paar.
Sehr, sehr schön. Moonreaver, das ist jetzt eine gute Frage. Was hat denn der für eine Schwäche? Ich habe keine Ahnung. Frosthammer, Shockjawhammer. Meine, der Frosthammer tut gerade schon weh. Ah, der wird wahrscheinlich gar keine Schwäche haben, oder? Shrike sollte eigentlich neutral sein. Dann nehme ich mal die Waffe. Die sollte am stärksten sein. Na dann, machen wir den mal. Und da bin ich mal sehr gespannt. Ja, ist neutral. Okay. Passt gut. Genau, habe ich. Hab ich getan. Da bin ich tatsächlich auch selber drauf gekommen. Ja, das bei den anderen muss ich dann immer ein bisschen gucken. Ich glaube, da wäre es echt am besten, wenn ich mir einfach mal von jedem Rüstungsteil mitnehme. Nur bloß, um so eine grobe Ahnung zu haben, was er für eine Schwäche hat. Ich fände es ja immer noch schön, wenn es in dieser kleinen Titelkarte drinstehen würde, welche Schwächen er hat. Wenn man schon die Waffen dort noch ändern kann, wäre das eigentlich eine schöne Sache. Dann müsste man halt nicht nochmal eine externe Liste offen haben. Aber man wird ja mal sehen, wie es in Zukunft so wird. So, wir jagen in der Wüste einen Moonreaver, okay. Passt schon. Ach Gott. Ja, nein, das war schon mal falsch. So, jetzt. Ich merke schon, das könnte ein bisschen problematisch werden. Kriegen wir aber irgendwie schon hin. Ich denke, okay, ja, du hast ihn auch schon gesehen. Ah ne, er hat ihn gesehen. Das sieht ziemlich gut aus, ja, wie gesagt. Ein gewisser eigener Stil. Es hat halt so ein bisschen Cell-Shading. Ist aber an sich nicht schlecht. Okay, was kann der Moonreaver jetzt? Uah. Das kann er auf jeden Fall. So rolle ich mich, okay. Hat ihn jemand runtergeholt? Scheinbar. Das war die falsche Taste. So. Fliegst du gleich hinterher? Nee, du schießt gleich. Oh Gott, jetzt fliegst du. Aber in die falsche Richtung. Na gut, das hätte funktioniert, wenn er mehr in deine Richtung gekommen wäre. Oh Gott, ich muss echt mal wieder ein bisschen so kämpfe ich. Okay. Das ist echt schlimm. Nur ein Schuss. Aber der Agro ist scheinbar bloß einer. Okay. So, und du fliegst an. Nee, tust du nicht. Schade. Wieso auch immer das gerade nicht getroffen hat. Meine Güte. So, jetzt aber. Ich denke, jetzt bin ich langsam wieder ein bisschen drin, was die Steuerung angeht. Jetzt muss ich bloß das Monster noch treffen. Und dann passt das. Okay, er hat mich auch noch mitgenommen, aber wenigstens habe ich ihn zu Fall gebracht. Immerhin das. War zwar ein bisschen knapp, aber wie gesagt, hat funktioniert. Und ich sollte schnell mal kurz ein Tränkchen nehmen. Ansonsten bin ich hier ganz schnell down. Oh Gott, nein. Ah, das war knapp. Fliegt da sonst wohin? Oh. Stimmt ja. Hat das? Ich weiß es nicht. Wenn da was von Darth Plague ist, keine Ahnung. Hauptsache ist, dass er wieder liegt. Und sein Flügel oder sein Schnabel ist ab. Eins von beiden. Oder zumindest zerstört. Au, wow. Okay, jetzt wird er richtig aggro. Gut, hätte ich das mitbekommen. Makellose Mondschleier. Zap. Okay. Ah, oh Gott, die Tränke heilen eben nicht so viel. Schnell nachladen. Ja, da war ich schon hinter ihm. Oh, er fliegt weiter. Na, vielleicht doch nicht.
Verdammt. Ja, stimmt. Dieses Nachstampfen hat er früher auch schon gemacht. Das ist richtig. Das Vieh sieht böse aus. Ich glaube, ich traue mich da heute nicht dazu. Ja, die Frage ist, auf welchem Niveau du gerade hin bist. Weil ja, das sind jetzt schon fiesere Unterarten der Monster. Die sind dann schon ein bisschen gemeiner. Wobei, der Moonweaver geht jetzt noch. Der ist dann halt einfach bloß ein bisschen... sehr schön. Der Moonweaver geht noch, weil das ja eine Unterart von einem sehr frühen Vieh ist, sag ich mal. Ich denke, wir bekommen das da auch noch mit ein oder anderen zu tun. Ja, okay. Das war eh viel zu spät bei mir. Schade. Wenn ich mit euch gespielt habe, nicht mal angefasst. Ja, gut, okay. Das könnte dann schon ein bisschen... Du warst das letzte Mal bei Panga dabei, nicht wahr? Bei dem Eisbeast. Eigentlich so viel weiter bin ich dann auch nicht. Gut, okay, ich habe jetzt schon ein bisschen was von den Unterarten. Das ist deine Sache. Oh, und da kam der zweite Schlag. Ja. Also ich würde sagen, beim Fisch... Oh, okay. Ja gut, der Fisch war dann nochmal eine Stufe weiter vorne. Ja gut, dann wird es vielleicht ein bisschen kritisch. Ist richtig. Da habe ich eigentlich schon gedrückt, aber irgendwie auch nicht. Wow. Ist irgendwie bei mir... an mir vorbeigegangen. So, kommst du ran? Na, nicht ganz. Hätte ich einen guten PC, würde ich wahrscheinlich mitspielen. Ja, gut. Ja, es braucht schon ganz guten PC, das ist richtig. Bei dieser Feuerschildkröte, keine Ahnung, ob die davor oder danach kam. Die kam davor, das ist der Cherrick, ja. Bei irgendwas Schnellem. Das war der Emberman. Du meinst dieses kleine, Pferdchen ist es nicht unbedingt, aber so dieses kleine schnelle Biest, so ein bisschen Kirin-mäßig. Ah, oh Gott, aua. Aber ja, die waren gut vorher dabei. Im Laptop läuft es gerade so und dann muss ich den Streamer mal mehr nie gucken. Ja, okay. Das Tiger-Ding, ja. Ja, das ist gut davor. Ich dachte, du wärst schon beim Panga dabei gewesen. Aber so kannst du es dann natürlich doch ein bisschen vergessen. Das wird dann doch ein bisschen heftig. So, schön ins Gesicht. Gleich nochmal den Schock raushauen. Oh, der hat auch gut Schaden gemacht. Nice. Dann tut mir leid, Maxi. Aber dann vielleicht mal ein andermal. Ja, zuerst noch der Wirbel. Ja, da kommt er. Nice. Hammer drauf. Unterbrochen mit dem Hammer oder was heißt das? Keine Ahnung. Aber schön. Ja, wir müssen ein bisschen nachholen. Wenn es mal gut läuft oder wenn es mal klappt, dann kann ich dir auch gerne ein bisschen helfen beim Hochkommen. Ich meine jetzt gerade eben, ich scheine eh nicht mehr so viel zu tun zu haben, außer die Deviants. Oder Deviants ist eigentlich falsch. Da war ich irgendwie gerade schon im Dings in, oder wieder in MH-Gen. Die Unterarten. Okay, Moonweaver. Na also, der ging. Muss ich sagen. Moonweaver ging ganz gut. Wie gesagt, wenn es mal passt, wenn du mal dabei bist, also das nächste Mal oder so, dann können wir gerne auch ein bisschen bei dir nachholen. Oh wow, C zu S plus, okay. Ich dachte jetzt nicht, dass ich mich so schlecht angestellt habe bei dem Kampf. Na gut. Passt schon. Ich meine, C ist kein E. Deswegen bin ich schon zufrieden. Okay. Was gibt es eigentlich für Waffen? Es gibt ein normales Schwert, was man so ein bisschen mit dem, Sword and Shield vergleichen kann. Länger als Sword and Shield, kürzer als Langschwert, sagen wir so. Also so ein normales Schwert. Es gibt ein Hammer, so wie ich hab. Es gibt eine Axt, mit der du schießen kannst. Und es gibt ein Kriegsspeer.
der so ein bisschen glefenmäßig ist. So ein bisschen wie eine Insektenglefe, bloß halt ohne Insekt und ohne Sprung, sagen wir es so. Ist alles ein bisschen auf seine besondere Art, aber das sind so die Waffen. Also wie gesagt, Schwert, Hammer, Axt und Kriegsspeer. Ist ganz cool. Mooneweaver hat derzeit einen unangenehmen Bug, durch den einen seiner Schwanzhitboxen verletzen kann, obwohl er gerade gar keinen Angriff ausgeführt hat. Oh, das ist mies. Aber bin ich ja von Monster Hunter irgendwo gewohnt, solche Sachen. Wenn Schweif einfach bloß nachschwingt leicht und dich komplett weghaut. Wir haben nach 22 Uhr, da kann ich guten Gewissens sagen, soll das nicht normalerweise andersherum sein? Was, wie? Ach so, ja. Ja, wie gesagt, das können wir schon gerne machen. So. Der Moonweaver lief jetzt aber eigentlich ganz gut. Den können wir dann gerne auch nochmal machen. Schauen wir mal, was er für eine Rüstung hat. Ich weiß noch nicht, haben die. Werde ich ja dann auch sehen. Die ganzen Unterarten dann auch die gleichen. Die gleichen Rüstewerte? Oder sind die dir auch verschieden? Weil ich würde jetzt mal sagen, dass er deutlich leichter war als so ein Deadeye oder so irgendwas. Du hast gesagt, dass du bei mir hochkommen hilfst, ja. Ich verstehe schon. Oh ja, klar, Doppelklingen sind auch drin. Komplett vergessen. Aber die komplette Waffenart, nö, die gibt's nicht. Nee, so Doppelklingen gibt es auch. Die heißen, wie heißen die denn? Keine Ahnung. Ja, aber wie gesagt, das ist. Die Doppelklingen gibt es auch. Wie gesagt, tut mir leid. Komplett vergessen. So. Kettenklingen, genau. Sie sind eh ein wenig underpowered, okay. Ja, ist natürlich schade. So, ich habe da noch Pengar. Ne, es ist nicht Nysaga, das ist schon der Jogjaw, genau. Groß und Ganzen schon die gleichen, okay. Moonweaver, da haben wir ihn doch. Increased Dodging, okay. Stagger Damage on Hit, aha. Das hört sich gar nicht mal schlecht an. Hat er auch das Gefühl, dass die Kettenklingen nicht so gut sind, deshalb bin ich auf das Schwertdings übergegangen. Ja, ich muss sagen, mich hat ja der Hammer wirklich sehr begeistert. Oh, 5 Ausdauerregeneration. Okay. Gut, den Helm brauchen wir jetzt nicht unbedingt, weil das ist 78, 78. Ja, okay. Ist jetzt die große Frage. Ah, Karabak. Ah ja, das war der. Shockjaw, Reviving Alley, der hielt und der schon 5%. Okay. Ja, nee. Dann nehme ich doch lieber das da. Wenn es natürlich ärgerlich ist. Ja, nee, dann nehme ich lieber zuerst die Rüstung. Mit der Ausdauerregeneration, weil da habe ich jetzt gerade bei Panga. Ja, okay, das lohnt sich definitiv. Ah, nee, ich habe da den Dings. Den Frostback schon. Ja, aber 5% Stagger Damage. Das Schild. Na, muss ich eben ohne Schild auskommen. Passt schon. Die 10 Schildpunkte machen es jetzt auch nicht so gut. Dann können wir den nämlich auch gleich aufwerten. Weil der gefällt mir dann ganz gut. So, da haben wir auf jeden Fall ein paar Punkte. Ja, das passt auch noch. Sehr schön. Nochmal, nice. Könntest auch noch erst den Razorwing Karabak machen. Kannst du auch seine Rüstung sehen? Ja, kann ich machen, aber ich konnte jetzt eh einfach schon. Ja, aber das war jetzt der Frostbite. Das war eigentlich ein bisschen blöd. Weil der war ja wahrscheinlich gleich stark, oder? Ja, toll. Das habe ich mir jetzt natürlich nicht so überlegt, muss ich sagen.
Na egal, wir nehmen trotzdem das. Die Unbekanntheit werden im Ausweichen, Regeneration der Ausdauer. Die maximale Ausdauer. Aber wieso nicht? Verwundbarkeitszeit werden wir Ausdauer, passt doch. Okay, sehr schön. Dann machen wir das mal so. Aber klar, ich kann mal nach dem Karabak schauen, das ist schon richtig. Ich wollte es aber bloß was haben gerade eben. So. Gehen wir aber wieder auf Patrouille. Kann ja eh nicht schaden. Ich meine, der. Wie hieß der? Der Cherrick zumindest. Den hatten wir ja bisher auch noch nicht. Der könnte ja auch ganz stark sein. Mal schauen, was wir bekommen. Wahrscheinlich eh wieder Dead Eye dann 20 Mal, ne? Na, natürlich. Das. Hätte mich auch gewundert, wenn nicht. Hätte mich auch gewundert. Ah, verdammter Dead Eye. Aber es macht halt viel mehr Sinn, gerade eben einfach die ganze Zeit auf Jagd zu gehen für das Arcanite. Als jetzt irgendwas Spezielles zu suchen. Gerade halt, was die Waffen angeht. Naja. Dann machen wir es eben so. Dead Eye ist auch, Dings nicht wahr? Ist auch neutral. Na, der Frosthammer ist definitiv der beste. Das ist jetzt aber der normale Frosthammer? Ne, Pengas Brüllen ist der normale. Okay. Gut, damit passt das. Okay, da habe ich ja die Zelle des Ausweichens dran. Ja, perfekt. Dann los geht's. Ich meine, wenn wir jetzt immer stärkere Sachen bekommen, dann können wir da natürlich auch ein bisschen besser reinhauen. Ich hoffe zumindest, dass es so funktioniert. Der Rüstungskopf sieht interessant aus. Hat was von einem Alien. Okay. Von welchem meinst du jetzt genau? Den ich anhab, oder? Ja, wahrscheinlich, oder? So. Der eine wackelt noch ein bisschen. Ja, meiner, okay. Ja, ich finde, der erinnert ein bisschen immer an. So. Erinnert immer ein bisschen an Star-Lord. An den Helm. So, Pilze? Was sind das für schicke Pilze? Ach, immer noch die, okay. Ja, gut. Gibt dann schauen wir wirklich bloß die. Ich dachte, da gibt es vielleicht noch ein bisschen was anderes. Das Gebiet sieht sehr toll aus. Ja, das sieht auf jeden Fall toll aus. Das Eisgebiet ist. Falscher Smiley. ja, das Gebiet ist auf jeden Fall sehr, sehr toll. Vor allem in der Nacht. Da kommt es nochmal richtig schön raus, ja. Wo ist der denn jetzt? Hä? Wie sind wir einmal im Kreis gelaufen? Oh, da hinten. Das ist ja richtig komisch. Oh, jetzt sieht das auch ein bisschen anders aus auf der Karte. Das gefällt mir auch. Ach Gott, ich habe ihn nicht vermisst. Glück gehabt, dass man kein Eisgetränk braucht. Oh ja. Das wäre ein bisschen mies. Wow. Mit einem Schlag halt schon. Ich hoffe mal, dass ich da jetzt ein bisschen mehr Schaden reinhaue. Vor allem ein bisschen mehr, als er mir reinhaut. Meine Güte. Das tut gerade eben schon ziemlich weh. Dass er da so treibt. So, und weg. Ja, genau deswegen. Ja. Gott. Und darüber. Okay. Der ist das. Doch ich glaube, den habe ich schon mal mitgemacht.
Den hast du vielleicht schon mal mitgemacht, ja, aber das hier ist jetzt die Unterart von ihm. Also nochmal die heftigere Variante. Oh Gott. Das habe ich mir darunter wirklich vorgestellt, ja. Ja, es ist kein sehr angenehmes Biest, das definitiv. Ja, wie gesagt, das ist jetzt halt die Unterart von ihm. Haut nochmal ein bisschen mehr rein. Hat nochmal ein paar mehr Tricks auf Lager. So wie hier alle Monster. Ich komme einfach nicht gescheit weg. So, und jetzt ist Agro. Großartig. So, dann ziehe ich mir gleich mal den Trank rein. Bulwark Potion habe ich jetzt auch keinen mehr. Toll. Jetzt muss ich schnell mal reinhauen, damit ich meinen Booster gut nutzen kann. Mal schnell heilen. Darüber. Okay. Alles gut. Dann nutze ich das gleich auch. Ich weiß nicht, ob das kumulativ ist, der Effekt. Aber ich hoffe jetzt einfach mal. Na, kann sogar sein. Okay. Ist etwas schade, dass die Monster recht gleich groß sind, oder? Ich fände es schon cool, wenn so ein richtig riesiges Vieh käme. Es gibt schon größere Viecher. Zum Beispiel Panger ist doch nochmal ziemlich groß. Panger ist so im Vergleich jetzt zum Monster Hunter wie ein großer Devil-Yo zum Beispiel. Und gut, dann gibt es jetzt die beiden nächsten Viecher, die wir dann haben. Die sind dann, glaube ich, auch nochmal ein bisschen größer. Also es gibt schon ein bisschen größere Viecher als jetzt den Quillshot. Aber ja, grundlegend haben sie alle irgendwo die gleiche Größe. Wie gesagt, der Panga und der Hellion, die sind schon ordentlich groß. Ah, schon keine Tränke mehr, ich hasse den Deadeye. Hätte der nicht wechseln können... Ich meine, er hat sicherlich gewechselt. Aber wieso hat er denn jetzt nicht nochmal gewechselt? Es wäre schön gewesen, wenn er jetzt halt nicht da gewesen wäre. So, ich hau ja auf jeden Fall mal alle Tränke rein. Ansonsten... Oh, meine Güte. Ansonsten kann es hier zum echten Problem werden. Oh Gott. Großes Problem, würde ich sagen. Schon keine Tränke mehr. Okay, Stachelbruchstück. Das ist schon mal ganz nett. Ja. Jetzt einfach ein bisschen vorsichtig sein. Oh, so viel dazu. So viel dazu. Unglaublich. Okay, und der ist wieder normal. Ich habe noch ein bisschen meinen Schadensboost. Den will ich gerne noch ein bisschen ausnutzen. Auch wenn er jetzt natürlich... Wenn er gerade nicht mehr aggro ist. Oh Gott, nein. Bloß nicht in ihm drinstehen. Ah, meine Güte. So. Wenn du auf die Art vorsichtig bist, würde ich mir Sorgen machen. Nee, ich werde nicht immer von irgendwelchen riesengroßen Stachelschweinen beschossen. Das hat ja nicht lange funktioniert mit dem Vorsichtigsein, da er mich ja direkt mit irgendwelchen Stacheln beschossen hat. Da hinten. Das ist halt die große Frage. Ich habe bloß noch die Leben, die ich gerade eben hab. Das ist nicht ganz so toll. Oh, wow. Okay, mit dem letzten Schuss habe ich definitiv nicht gerechnet. Dass es so weit noch rüber geht? Okay. Interessant. Du wirst sonst nicht von solchen Stacheln beschossen. Mir passiert das ständig. Nee, da fehlt mir leider die Erfahrung dafür. Oh Gott.
Nein, nein, nein. Einfach immer wieder bloß kurz rein, aber das, der Kampf wird halt noch eine Weile brauchen, das ist das Problem. Oh Gott. Oh, na, großartig. Das läuft gerade noch überhaupt nicht gut, muss ich sagen. Noch überhaupt nicht gut. Da nochmal ein kleiner Schuss. Da nochmal ein bisschen Schaden. Ja, das tut auch weh, wenn das mal schön trifft. Diese Stachel erinnert mich etwas an Giftstacheln vom Mondlichtnager. Ja, ähnlich ätzend, definitiv. Der Mondlichtnager war auch ein fieses Biest. So, oh, wow. Deswegen hasse ich den Quillshot, vor allem wegen seiner Agro-Phase. Du kannst halt nichts tun. Wenn er mal da richtig loslegt. Auch schon, beinahe schon wieder down. Das war knapp. Oh Gott. Oh Gott. Das war knapp. Wir haben ihn doch locker gelegt. Ja, schon. Nur jetzt stell dir mal vor, dass die Stacheln deutlich mehr Schaden machen. Und du bloß 5 Tränke zur Verfügung hast. Dann weißt du, wie sich ein Kampf gegen den Deadeye Quillshot anfühlt. Ja, und das läuft gerade überhaupt nicht gut. So ganz und gar nicht. Stell ich mir lieber nicht vor. Oh Gott. Würde ich jetzt auch nicht unbedingt wollen. So, kannst du nicht einfach umkippen? Das ist halt das große Problem. Den Moonweaver konnte man gerade eben relativ gut erledigen, aber es ist halt doch nochmal eine ganz andere Hausnummer. Nein. Oh Gott. Okay. Da dreht es sich aber echt verdammt weit mit dem letzten Schuss. Das sollte man nicht meinen. So, okay, sehr schön. Dann nochmal schön ins Gesicht. Wunderbar, das tut ihm doch definitiv nochmal weh. Da nochmal den Schockschaden raus. Komm schon, du musst doch bald umkippen, oder? Bitte. Ich bin schon mal ein paar Mal draufgegangen. Aua. Oh, meine Güte. Ja, keine Chance. Ich versuche schon auszuweichen und wegzurollen, aber trotzdem, es erwischt mich halt trotzdem immer wieder. Ärgerlich. Sehr ärgerlich gerade eben. Das lief das letzte Mal schon besser. Das ist halt das nächste Problem. Ich verstehe gerade nicht wirklich warum. Nee, er weiß immer genau, wo ich hin will. Okay, so nochmal schicker Schaden. Schon wieder so wenig Leben. Na, großartig. Und wir haben schon 77%. Mann. Nee, das läuft gerade überhaupt nicht. Okay, haut er ab oder wieso ist es gerade wieder nach unten gegangen? Ja, toll, ich bin gerade in einer sehr, sehr guten Position. Okay, dankeschön. Okay, ja, haut ab. Das läuft nicht so toll gerade eben. Definitiv nicht. Ich meine, der Bulwark Potion ist halt auch ganz nett, aber bringt mich halt auch nicht so viel weiter. Keine Ahnung, was ich da besser machen soll. Also gut, klar, halt einfach vorsichtig spielen, ne? Aber irgendwie, ich komme da nie so wirklich gegen die Behemoths hier klar. Ist einfach doch nochmal anders als in Monster Hunter.
Da habe ich oftmals einfach keine wirkliche Ahnung, wie ich das wirklich umgehen soll, da Schaden zu kassieren. Unter ihm zu stehen ist vielleicht auch nicht die beste Idee. Oh Gott. So, nochmal nachladen und einfach immer weiter drauf und da ist halt weg. Man muss halt wirklich immer extrem weit, na also, danke schön. Man muss halt immer extrem weit weg und dann halt wieder rangehen, wenn man angreifen kann. Ja, GG. Aber es ist halt so, ja, toll, E-Rang. Oh, wow. Es ist halt so schwierig, da diese Konzentration zu bewahren. Das ist halt echt heftig. Aber du musst es machen, weil du halt viel zu wenig Tränke hast. Das ist ein evenes Final Form, ja. Und das ist halt das Problem. Wie gesagt, keine Ahnung, wie ich da besser gegen ihn klarkommen soll. Rang ist doch egal, geschafft ist geschafft. Naja, es sagt halt schon irgendwas darüber aus, wie du gegen ihn gekämpft hast. Und das war halt definitiv kein guter Kampf. Das ist halt das. Die Sache ist halt, man muss halt irgendwo ein bisschen mit den Sachen mitwachsen. Und wenn es dann jetzt noch einen heroischen Modus geben soll, dann muss ich da halt irgendwie jetzt auch ein bisschen besser dagegen klarkommen. Er ist ein sehr schöner Mond, ja, aber ich würde dann doch gerne weitermachen. Spiel. Ne? Wäre nett. Nee? Weiter in dem Mond? Wie gesagt, ist ein sehr toller Mond, definitiv. Die Steine fliegen da schön drumrum. Aber es wäre jetzt doch schön, wenn es weitergeht. Das ist halt ein wenig der Grund, warum ich das Rangsystem nicht mag. Wenn du nach Walt ein starkes Monster packst, bist du mega happy. In Dauntless ist das dadurch manchmal leider nicht so. Mein Spiel ist gecrashed, meins auch. Oh, nee, doch nicht. Ich mag den Mond, ja. Okay, dann ist es tatsächlich gecrashed. Meins hat einfach bloß eine Weile gebraucht, bis es sich überlegt hat, ob es crasht oder nicht. Ich meine, es ist schon richtig. Wobei ich sagen muss, ich bin auch nicht, wenn ich dasselbe jetzt, ich meine, es liegt nicht am E-Rang, dass ich jetzt gesagt habe, das war keine gute Quest, sondern es lag grundlegend einfach in meiner Performance, sag ich mal. Ich habe ja selber schon gemerkt, dass die Quest nichts war. Das ist halt das. Okay, ich hab den endlosen Bug hier auf der Insel. Keine Ahnung, was mit den beiden Kollegen los ist. Ach, nee, ich hab ihn doch nicht. Krass. Ich hab's tatsächlich noch irgendwie in die Stadt geschafft. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Na gut. Ja, mich hat's tatsächlich noch rübergebracht. Gerade eben noch so Glück gehabt. Ich hätte auch beinahe schon beendet. Aber es scheint tatsächlich zu funktionieren, auch wenn es ein bisschen braucht. Interessant. Okay. Tut mir leid, ich habe den Stream voll verpeilt. Kein Problem. Ich muss auch sagen, ich habe dir auch gar nicht Bescheid gesagt, ne? Tut mir leid, Blob. Aber schön, dass du dabei bist. Willkommen im Stream. Ein bisschen Zeit kannst du jetzt noch verbringen. Mit uns. Ich könnte jetzt mitmachen, wenn du willst. Gerne. Immer her mit den Leuten. So. Ihr wisst wenigstens schon, dass ich schlecht bin im Spiel. So, die Frage ist natürlich, Waffe, Rüstung von ihm? Nee, eigentlich nicht. Aber kann ich eine andere Waffe machen? Back from slaying, are you? Du sagst Blob Bescheid? Ja. Ich sag Blob jedes Mal Bescheid.
Da sie ansonsten das nicht mitbekommt. Nein. Ja, ich kann dich einladen. Du warst gerade bloß noch nicht da. Sofort. Ja gut, Shockjaw, der einzige, den ich noch machen kann. Na ja, gut. Dann nehmen wir den. Was ist das? Funkenklaue, aha. Und halt wieder Arcanite. Na ja, gut. Dann machen wir eben weiter. Halt, nee. Hör, du bist bei mir noch offline. Also bei mir bist du noch offline, Duff Plagueis. Ach, nach dem Titel, genau. Wo, wie, was? Style? Charaktertitel. Slay of the Queen. It took a while, but you got there. Okay, was auch immer das heißt. Woher kommt der denn? Ich meine, kann ich gerne mal machen, aber ich weiß gerade gar nicht, woher der kommt. It took a while. Ich meine, ich kann dich mal einladen. Wie gesagt, bei mir steht da offline dran. Richtig merkwürdig. Ach, jetzt bist du online. Interessant. Jetzt bin ich mal gespannt, ob du das Emote auch annehmen kannst. Das ist eine Anspielung auf die Queen Bee zu Anfang der Beta. Ah, okay. Ja, ich verstehe. Okay, das ist cool. Ja, das war schon heftig. So, dann machen wir weiter. Blob, hör auf, den Leuten Angst zu machen. Was hast du da überhaupt für neue Emotes? Wo ist deine Katze hin? So, oh, Razorwing Karabak. Interessant. Jetzt bin ich mal gespannt, was das Ding kann. Okay, mein Frosthammer ist immer noch stärker. Lass sie doch, wenn es ihr Spaß macht. Ne, naja, aber wenn sie dann plötzlich alle anderen Leute verscheucht. Bloß weil sie da ihre Emotes spammt, dann geht das natürlich auch nicht. Ich habe ein Sub geschenkt bekommen und da waren die Emotes bei. Ah, okay. Na dann darfst du sie gerne benutzen. Ah, schön. So. Ich behalte mein Frosthammer und dann legen wir los. Halt, warte, nee, was? Das ist jetzt wieder Moonweaver Shrike. Ich hasse dieses Spiel. Ja, ich hab's auch gerade gesehen. Es so, hier ist ein cooles Monster. Na, nee, doch nicht. Mann. Na gut. Der Tintenfisch zurück, oh Gott. Timo, mit dir damals ist er untergegangen und es war irgendwo auch gut so. Ach ja. Der Tintenfisch. Zeitweise ja sogar unser Chat-Maskottchen. Das ist halt echt so, der ist dann ziemlich schnell untergegangen. So, Moonweaver sollte jetzt eigentlich besser gehen. Gut, da hatte ich vorhin auch einen C-Rang, was ich nicht ganz verstanden habe. Aber das soll jetzt ein bisschen besser laufen. Gepriesen sei der Tintenfisch, ja. so, wo befindet sich das alte... Ah, da. Das alte Eulenbiest.
Ich sollte mal eigentlich ganz gut umklatschen können. Das Problem an dem Deadeye ist halt auch, dass man ihn nicht umwerfen kann. Das ist ja zum Beispiel so stark beim Shrike. Dass es sehr viele Phasen gibt, wo er halt einfach umfallen kann. Oder man halt ihn umwerfen kann. Wie gesagt, das hat halt der Quillshot überhaupt nicht. Ja, Deadeye ist die Unterart vom Quillshot. So, komm, flieg ran. Nee, will er gerade nicht. So, ich riskiere mal den Bug. Ich hoffe mal nicht, dass er auftritt. Scheinbar nicht. Aber fliegen will er definitiv gerade nicht. Nee. So, einfach weiter drauf. Na komm schon. Ja, es war klar, okay. Was? Das war komisch. Da muss ich gerade eben verpasst haben. Da muss er gerade eben. Aber er ist dann über mich drüber geflogen. Das war auch interessant. Ich meine, ich habe ihn, glaube ich, noch getroffen mit dem Schaden. Habe ihn halt nicht umgeworfen. Oh Gott, au. Ja, komm, weiß. Macht die Position noch schwieriger für mich. Um dich umzuschießen, du blödes Biest. Geht halt überhaupt nicht. Das war jetzt definitiv nicht notwendig. Oh Gott. Das ist eher, wow. Ich komme wieder gerade durcheinander mit den Tasten. So, komm schon. Wie viele Gegner und Modelle hat Dauntless eigentlich mittlerweile? Das ist eine sehr gute Frage. Also wirklich verschiedene Monster sind es... 15? Nice. Sehr schön. Ich würde mal sagen 15. Wenn ich jetzt so gerade drüber nachdenke, was es alles so gibt. Oh Gott. Der war schnell weg. Na, großartig. So viel zu, es läuft besser als vorhin. Tut es nämlich irgendwie nicht. Es hat alles schon sehr schlecht. Sehr schlecht am Anfang angefangen. Nochmal, das war der Schuss, das wollte ich nicht ganz. So. Oh Gott. Ah, nein. Immerhin, bisher habe ich nur 4 oder 5 verschiedene gesehen. In dem Stream kannte ich auch schon fast alles aus den ersten Gebieten. Dann hast du immer zur falschen Zeit eingeschalten. So, wie gesagt, klar, das sind natürlich jetzt auch Monster aus den ersten Gebieten, aber das sind halt eben dann die Unterarten. Davon, sage ich mal, gibt es von jedem Biest nochmal eins. Und dann gibt es noch einmal eine andere Art von dem Vogel, also von dem Shrike. Gibt es dann in sich auch nochmal eine Unterart an sich. Aber das war's dann eigentlich. Ansonsten gibt es eigentlich noch ziemlich viele unterschiedliche. Oh, wow. Das war cool. Ein Mondmantel, aha. Interessant. Ich frage mich, ob er seine Beine, also die Beinschienen, dann auch machen können nach der Quest. Zu weit weg, leider. Zu weit weg. Oh Gott, zu nah. Das war mies. Einfach unter ihm durch, das passt dann schon. Jetzt ist die Frage, was er macht mit dem. Ja, okay. Oder was er hinter dem Tornado macht, sagen wir so. Schauen wir gerade aber nicht viel.
Macht halt aber gar nichts. Blödes Biest. Da warte ich die ganze Zeit, dass er vielleicht hier nach oben fliegt und dann ja, macht er sowas. Ich sollte aber auch einfach die ganze Zeit ein bisschen mehr heilen. Okay, da. Oh, nochmal ein Mondmantel. Okay, das sind scheinbar seine Flügel. Nice. Sehr schön. Hat das? Ich weiß es nicht. Schwer zu sagen, ob das jetzt genau getroffen hat. Also das ist zum Beispiel ein Biest, das auch halt auch sehr viel angenehmer ist vom Kampf allgemein. Weil es halt eben auch Phasen gibt, die wo man es dann halt mal bekämpfen kann. Oh, wow. Ja, es liegen hier jetzt scheinbar mit dem Update dann auch einige zerstörte Luftschiffe rum, ne? Oder war das vorher auch schon so? Keine Ahnung. Ich verstehe gerade nicht, auf was für eine Rüstung Dragon aus ist. Auf die Rüstung von dem Moonweaver. Also von dem Ding. Da habe ich mir vorhin die Brustplatte gemacht und will jetzt eigentlich die Beinschienen dann machen. Oder Beinschienen oder Arme. Wie gesagt, genau die Rüstung. Okay, da hat er schnell mal den Baum gesäbelt. Oh Gott, oh Gott. Nicht mit mir, mein Freund. Freund Vogel. Ja, das geht so gar nicht. Ja, komm, hol hier ein bisschen rum. Hilft dir jetzt auch nichts mehr. Ich habe einen neuen Twitter-Account. Okay, wieso das? Oh, schön. Aua. Ja. Gibt es in Dornless eigentlich auch eine Fernkampfwaffe? Nein. Bisher nur Nahkampf. Ah, weiß, dann flieg halt auch immer sonst wohin. Oh Gott. Jetzt rastet er richtig aus. Ah, nee, wie gesagt, Dauntless, bisher nur Nahkampf. Ich meine, gut, man hat so ein paar geschossähnliche Sachen wie bei der Axt. Aber. Ja, alles nichts. Alles nicht wirklich Fernkampf. Oh, wow, der ist jetzt richtig schnell unterwegs. So, komm ran. Ah. Okay, das hat wenigstens ein bisschen getroffen. Oh, meine Güte. Bad Star F? Wieso hast du das Fox nicht ausgeschrieben? Okay, alles gut. Aber wenn Argo ist, dann ist er recht schnell unterwegs, muss man sagen. Das habe ich vorhin gar nicht so mitbekommen. Na, komm schon. Okay. Da war nochmal was Lilanes. Sehr schön. Ich habe es zwar nicht genau gesehen, was es war, aber ich hab's auf jeden Fall bekommen. Sehr schön. Na, D-Rang. D-Rang ist kein E-Rang. Passt also schon. Twitter ist abgeschnitten. Echt jetzt? Wieso das? Die nächste Waffe, die rauskommt, ist Ranged. Ah, okay. Ja, aber Twitter kann doch viel längere. Ich habe ja auch Dragon Killer, also Mr. Dragon Killer genommen. Die Axt hat kein Geschoss, nur Schwert und Kriegsspeer. Kann man mit der Axt nicht schießen? Ich weiß gar nicht. Ich dachte eigentlich, wie ist denn das? Keine Ahnung. Ich dachte, die Axt hätte ein Geschoss. Aber vielleicht habe ich da irgendwie was falsch gedacht. Mit der Axt haut man Leute, Behemoths. Okay. Na gut.
Dann ist ja alles gut. Wie gesagt, keine Ahnung. Dann hat die Axt eben keine Sache. War Twitter, okay. Ja, wie gesagt, finde ich nur ein bisschen komisch, weil Bad Star Fox sollte ja eigentlich passen. Da ist im Endeffekt, was du kriegst, wenn Langschwert und Großschwert ein Baby haben. Okay. So, dann schauen wir mal nach der Rüstung von dem Moonweaver. Halt darüber. Dann können wir die vielleicht noch ein bisschen verbessern. Und ansonsten machen wir dann einfach eben mal weiter. So, da brauchen wir, was brauchen wir denn da Schickes? Marklose Reaver Flaumfeder. Okay, Rare Drop, na großartig. Aber wir können die Handschuhe machen. Ich bin mir gerade nicht mal sicher, welche Handschuhe wir da ausgewählt hatten. Was sind das für welche? Ach, Bloodfire. Okay. Okay, wir hatten da also schon. Ja, Entschuldigung. Wir hatten also schon, also bis auf die Stiefel, alles von den Unterarten. Stiefel können wir vermutlich noch nicht herstellen. Es braucht auch die Flaumfeder. Ja. Doof. Oh, Frostback könnten wir machen. Okay. Ich meine, da hätten wir noch mal ein Schild. Gut, aber Frostback, da haben wir wahrscheinlich nicht so viel. Jetzt die Frage, was wir da machen. Ich meine, wir können natürlich auch die Dead-Eye nehmen. Nee. Da gefällt mir definitiv nicht so sehr. Shockjaw. Das Problem ist halt, dass wir die alle halt nicht mehr haben, gerade eben. Moonweaver wäre schon ganz cool. Frostback, aber dann gehen wir halt runter. Vielleicht können wir noch einmal verbessern. Dann machen wir den Frostback nochmal. Hätten wir wenigstens das Schild. Weil die 10 Ausdauer sind dann auch nicht so klasse. Ja, es braucht nochmal eins. Komm schon. Na also. Damit sind wir jetzt gleich stark. Und wir können sogar nach oben gehen. Sehr, sehr schön. Damit gehen wir dann doch gleich ein bisschen wieder, ja, in die richtige Richtung. Aber leider können wir die Sachen noch nicht für den Moonreaver machen. So, Ausrüstung. Dann wechsle ich gleich zu denen hier rüber. Okay, und deine Zelle packen wir nochmal raus. Ja. Verschmelzen das Ganze nochmal. Schutz vor Explosionsschaden. Nee. Mal das kleine Schild. Okay. Perfekt. Jetzt brauchen wir da bloß noch ein bisschen eine andere Farbe. Ich glaube, wir bleiben mal bei dem Grau. Wir bleiben mal so. Kann man eigentlich die Stacheln auf dem Helm verändern? Oh, kann man. Ah ja. Das ist interessant. Was nehmen wir denn da? Meine Orange sehen die gar nicht schlecht aus. Aha. Na gut, so rot haben wir leider nicht wie bei den Handschuhen. Ich meine, wir können doch alles wieder in Blau färben. Das würde genauso gehen. Bloodfire. Wurde der Name von einem Zwölfjährigen ausgesucht? Der klingt so komisch. Naja, das ist der Dings halt. Ist halt der Name von der Unterart. Er ist ja nicht nur Bloodfire, sondern ist halt ein Bloodfire Emerald.
Emmermain. So, nee, das müssen wir hier grau. Nee, halt andersrum. Ach so, ja, den Helm zu färben macht nicht viel Sinn, ist richtig. Nicht nachgedacht. Da ist natürlich vollkommen recht. Was, wer ist Bane? Was? Sieht ein bisschen aus wie ein ärmlicher Klon von Bane. Da gibt's eine andere. Bane ist ein Schurke aus Batman. Genau. Aber naja, Bane hat ja bloß eine Maske vor seinem Gesicht. Das, wie gesagt, das ist, finde ich, immer ein bisschen mehr entweder Star-Lord aus Guardians of the Galaxy oder Vulture. Danach habe ich letztes Mal auch gesucht. Der Bösewicht aus Spider-Man Homecoming. So. Das sieht auch ein bisschen mit dem Flieger-Outfit, sage ich mal. Passt das da auch ganz gut. So, und hier das Grau passt. Ja, und jetzt haben wir, was haben wir denn nicht? Die Brust? Doch, die Brust haben wir. Die kann man bloß da oben verändern. Ja, gut. Das passt so. Ja, genau, die Quillshot-Maske. Die ist Bane. Diesen Bane-Helm. So, dann sind wir doch mal wieder ein bisschen frostig angehaucht. Und dann würde ich einfach sagen, machen wir es nochmal. Mal sehen, vielleicht bekommen wir diesmal den Karabak. Lebst auch in einem anderen Universum. Naja, man kann nicht alles verlangen. Ja. Es bleibt immer noch beim Karabak. Okay, es scheint der Karabak zu sein. Gut, dann machen wir den. So, und da eins links von mir haben wir den freundlichen Androiden. Das ist dann die Karabak-Rüstung. Würde ich sagen, legen wir los. Ich bin gespannt. Was kann der Razorwing jetzt? Ich meine, schon der normale Karabak war fies. Jetzt bin ich halt gespannt, was der so alles kann. Mal schauen. Das mit den Deviants, ich will immer Deviants sagen. Das mit den Unterarten ist halt schon ziemlich mies, dass die ganze Zeit wechseln. Weil dadurch, ja, ist es halt immer sehr schwierig, sich auf eine Rüstung zu konzentrieren. Da müsste man halt wirklich eigentlich in der Zeit, wo die da sind, richtig heftig farmen. Oh Gott, ich habe ihn schon gesehen. Na, großartig. Vor allem, ich habe ein bisschen Angst vor dem, was jetzt vielleicht Neues kann. Wir haben ein bisschen unsere Rüstung aufgewertet, aber auch nicht so viel. Okay. Mal schauen. Der war da irgendwo weiter in Waldgegend. Wobei, das muss nichts heißen. Vielleicht hat er sich jetzt nochmal seine Position verändert. Ich weiß nicht, ob das so schon richtig ist. Wie der Stand, wenn man mit dem Luftschiff erst rankommt. Also ob sich da auf der Insel noch was tut oder ob das wirklich schon so alles fix ist, sobald man ranfliegt. Keine Ahnung. Ich nehme auf jeden Fall mal das Zeug mit. Oh, ich habe scheinbar keine Bulwark Potions mehr. Das ist uncool. Ah ja, da habe ich ihn schon gesehen. Dass ich jetzt aber bloß noch zwei Bulwarks habe, ist sehr uncool. Das muss ich das nächste Mal dringend dann ändern. Also bei der nächsten Jagd. Oh Gott. So. Na? Was geht? Ich weiß noch, dass der ziemlich gemein war. Eine gewisse Weise.
Ja, genau deswegen. Bienen! Ich meine, er steht dann erstmal schöne Weile da. Man will die Bienen natürlich nicht ab... Oh, meine Güte. Will die Bienen natürlich nicht abbekommen. So, husch, 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 weg. Na, großartig. Kann der sich teleportieren? Habe ich das gerade richtig gesehen? Das wäre sehr uncool. Nein. Hey, ich habe wenigstens noch nachgeladen. Das war doof. Na gut. Okay. Wie gesagt, das würde mir natürlich schon mal nicht gefallen, wenn er sich jetzt wirklich teleportieren kann. Ah, ist so fies, ihn zu erwischen. Da halt doch die ganze Zeit fliegt. Zumindest die meiste Zeit eben. Ja, ich springe erstmal in den Tod. So, nö, hilft nichts. Bringt nichts mehr. Ist alles zu Ende. Oh, wir sind... Oh Gott. Wir sind direkt bei der Ausgangsposition. Das ist interessant. Wieso haben wir den dann nicht gefunden? Oh, meine Güte. Okay, also... Er kann sich definitiv mal, wenn er weit weg ist, kann sich definitiv mal teleportieren. Ich weiß nicht, ob er das davor schon konnte, aber das ist auf jeden Fall mal eine... großartig, ja. Und genau dann war natürlich meine Ausdauer zu Ende, ne? War ja auch klar, dass es genau so laufen musste. Verdammt. Na, egal. Ah! Dämlichen Bienen. Okay, ich hab sie gar nicht mehr. Hab mich aber leider trotzdem ein bisschen aufgehalten. Das ist so gefährlich. Okay, schon wieder die Blutung. Ich bleib einfach stehen. Na komm, okay. Blutung ist zumindest vorbei. Das ist doch schon mal schön. Dann hauen wir da nochmal den Schockschaden raus. Meine Güte. Das Problem ist halt, dass er bisher, ja, noch nicht mal aggro wurde. Okay, er hat es immer noch. Na, großartig. Das macht die Sache definitiv nicht einfacher. Hä? Wieso konnte ich keinen Trank trinken? Hallo? Jetzt. Hä? Jetzt habe ich einen Bulwark getrunken. Das ist komisch. Okay, hörst du wieder deine Bienen oder was tust du? Nee, du bist einfach bloß extrem aggro. Ah, das war das große Problem an dem Ding. Dass man es einfach sehr schwierig bekommen konnte. Bienen sind nicht dämlich, sie machen leckeren Honig. Die Karabak-Bienen nicht. Ah, es sind aber bloß... Oh. Natürlich, gerade wenn ich auf dich zulauf, haust du mich wieder an. Aber die sind aber bloß dafür da, um zu nerven. Für nicht mehr. Ich habe halt auch die ganze Zeit keinen einzigen Treffer hinbekommen. Ah, ist halt das Schlimme dran. Das ärgert mich dann halt auch immer so. So. Einfach auf den Kopf hauen. Da ist man da auf jeden Fall geschützt. Naja, so viel dazu. Okay. Ach, verfehlt. Oh, da ist nochmal ein Teil von dem. Würde ich ja auch gerne einsammeln, aber... Ich habe die Bienen immer noch. Weg mit euch. Okay, kann ich hier bitte wieder raus? Ah. Es ist... Und durch den Baum erwischt. Das ist halt auch gerade eben, ne? Da habe ich mit Bienen zu tun. Da komme ich nicht aus dem Sumpf raus. Ah, Mann. Es nervt einfach gerade eben wieder.
Tun kann ich halt auch nichts wirklich. Weil das Biest halt einfach die ganze Zeit rumfliegt. Jetzt kann ich wieder warten, weil ich die Blutung wieder hab. Ein bisschen Schaden mal reingehauen. Es ist halt so super ärgerlich bei dem Karabak. Kannst ihn halt auch so gut wie überhaupt nicht treffen. Wenn es seine Bienen holt, dann ja, aber das ist halt auch nicht sehr häufig. Okay, ich habe die Bienen auch wieder, verdammt. Und der ist wieder aggro, na, großartig. Oh Gott. Und er kommt auf uns zu. Ach. Er macht halt mit jedem Schlag Blutung. Das ist halt das nächst Schlimme. Okay, Blutung ist weg. Ich habe mich wieder geheilt. Ist jetzt nur einfach unmöglich, ihn zu treffen. Aber gut. Okay, na also. Weißt, und dann setzt er kurz aus, aber halt auch bloß so lange. Oh. Aber halt auch bloß so lange, bis ich dann gerade ihn zum Schlag ausgeholt habe. Das gibt's doch nicht. Dass ich ihn einfach überhaupt nicht bekomme. Nee, es hat auch alles gerade überhaupt nicht getroffen. Also, jetzt kann man ihn wenigstens mal kurz angreifen. Das ist dann aber so das, was mich an Dauntless nervt. Ich krieg's einfach überhaupt nicht hin, die Monster irgendwie zu bekämpfen. Okay, er ist scheinbar weg. Ah, meine Güte. Das lief überhaupt nicht gut. So, jetzt die Frage, wo ist er hin? Wie ich den natürlich in dieser riesengroßen Gegend zu finden. Dort hinten ist er nicht. Vielleicht in der Richtung? Nee. Auch eher weniger. Ist das echt eine gute Frage, wo ist der denn? Der ist halt auch so klein und wendig. Der kann sich jetzt hier überall verstecken. Ich meine, andere Biester sieht man da dann doch schon schneller. Ja. Das sind leider bloß die Pilze. Ich bräuchte die Iron Fistles, bräuchte ich da eigentlich wieder. Das wäre super. Nee, hier ist auch gar nichts. Ich meine, das ist ein wunderschönes Gebiet, aber bringt uns halt nichts, hier durchzurennen, während wir das Monster nicht finden. Ja, okay, dort hinten. Irgendwo hier in der Gegend. Da unten? Nee, hä? Okay, ich komme der ganzen Sache näher. Ich weiß bloß gerade noch nicht genau wo. Hä? Ist der da? Ah ja, das ist er. Okay. Ich dachte gerade eben, wo ist der denn? Er ist unsichtbar geworden, ja. So, okay. Und halt schon wieder die Blutung. Es ätzt halt so sehr, dass er halt wirklich mit jedem Schlag Blutung macht.
Okay. Und weiter drauf. Ah, Mann! Ich kann halt nicht mal zu ihm hinlaufen. So, ne. Nee, alles nichts. Selbst wenn er dann stehen bleibt, dann treffe ich halt nicht. Wo ist er denn gerade überhaupt? Ach, da hinten. Ich dachte, er wäre über mir. So, komm schon. Die ganze Zeit halt keinen einzigen Schlag getroffen. Ich verstehe es echt nicht, wie man das machen soll. Ich verstehe es wirklich nicht. So, jetzt vielleicht wieder, wenn du wieder normal bist, dann bleibe ich einfach komplett von dir fern, wenn du aggro bist. Kann ich ja auch machen. Meine Güte. Ist zwar dämlich, aber bringt ja scheinbar nichts. Wenn ich ihn eh nicht treffe und eh einfach bloß die ganze Zeit kassiere, dann kann ich es auch lassen. So, kommen jetzt wieder die Bienen. Nee, wow, du bist gleich schon wieder aggro. Na, großartig. So. Ich wollte gerade sagen, wo fliegst du denn hin? Aber dann war er genau so rum ausgerichtet. Na komm schon, lass mich doch wenigstens in Ruhe, dass ich die dämliche Blutung auch ausklingen lassen kann. Ach, immer noch nicht. Na komm schon. Dankeschön. Meine Güte. Das Biest geht mir richtig auf die Nerven. Ich komme halt einfach gerade überhaupt nicht damit klar. Keinerlei Schaden, den ich reinbekomme. So, jetzt wenigstens wieder. Na, also. Dankeschön. Gott. Ja, komm, GG. Wow, das war nur ein D-Rang? Okay, interessant. So gerne ich das Ende hier noch gesehen hätte. Ah, ich kapituliere von der Uhrzeit. Okay, dann Steffi, vielen Dank, dass du dabei warst. Und dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Und ja, dann eine schöne Woche. Ah, oh Gott. Razorwing ist echt nervig. Oh ja. Der ist richtig ätzend. Das Ding ist so, als würde man Naga mit Großschwert bekämpfen. Ja, so kann man es, denke ich, sagen. Einfach viel zu schnell weg. Jo, danke schön. Das ist wie mit Monster Hunter. Irgendwann wird es viel besser. Ja, ich weiß es nicht. Das Problem ist halt, du musst es halt aktiv spielen, damit es besser wird. Und das tue ich halt gerade eben nicht. Und das ist das Problem. Na gut. Passt schon. Geht ja nicht anders. Ich meine, ich spiele schon sehr viel intensiver, sage ich mal, als die vorherigen Updates. Aber es ist halt eigentlich für solche Viecher immer noch nicht genügend. Und ich habe halt irgendwo auch noch nicht meine perfekte Waffe gefunden. Der Hammer ist schon ziemlich nah dran, aber irgendwie auch immer noch nicht das, was ich wirklich haben will. Ist schwierig. So, jetzt ist die Frage. Ich meine, man könnte mal nach der Waffe schauen.
Ich weiß jetzt aber nicht genau, was die Waffe so kann. Ah, okay, 20 Stamina after reloading the shell. Okay, ja. Das war schon gar nicht schlecht. Das hatte die ja auch, nicht wahr? Oh, das waren aber 30 Stamina. Dafür hatte ich noch 5 Sharp Damage. Dreißig Teilschaden nach dem nächsten Treffer. Okay. Ja, ist das aber alles nicht so krass. Gehen wir noch mal zu ihr zurück. Razor Wing. 110 Schaden an von Behemoths erschaffenen Objekten. Aha. Interessant. Dachte gerade im ersten Moment, dass es eine Haxe an einem Hammer ist. Auch wegen dem Feuer im Hintergrund. Ah, nicht ganz. Ja gut, okay. Deconstruction ist jetzt irgendwie aber nicht so krass, finde ich. Part Damage per Hit. Finde ich jetzt nicht so mega, die Rüstung, muss ich sagen. Nee, auch wenn ich sie machen könnte, ist jetzt nicht so meins. Weil der einzige Behemoth, den ich kennen würde, der irgendwelche Objekte macht, an denen man Schaden machen kann, ist ja tatsächlich der Nysaga. Da finde ich es jetzt auch nicht so wichtig, da nochmal 10% mehr Schaden zu machen. Na gut. Machen wir einfach weiter. Ja, vielleicht finden wir jetzt noch den Cherok. Du kennst auch Shroud nicht. Da ist Deconstruction echt praktisch. Okay. Gut, das ist dann halt die Sache. Wie gesagt, so bisher wäre es bloß für den Nysaga interessant. Aber okay. Wenn dann weitere Viecher das auch noch können, da macht das natürlich irgendwo Sinn. Ich würde doch mal sagen, wir machen gar nicht mehr so lang. Vielleicht bis um halb noch. Schauen wir mal. So, nochmal ein Razor Wing. Mal sehen. Vielleicht komme ich da diesmal besser damit klar. Schauen wir mal. Schauen wir einfach mal. Einfach ein bisschen vorsichtiger sein beim. Ah, verdammt. Ich wollte doch die Bulwark Potions nachkombinieren. Naja. So, Luftschlag. Der Luftschlag wird noch für später interessant oder keine Ahnung. Halb klingt gut, dann kann ich mir noch ein Eis holen. Ja, dann machen wir es so. Na, egal. Passt schon. Legen wir los. Legen wir los. Wie gesagt, jetzt mal einfach in der Agro-Phase aufpassen. Nicht so häufig vor ihr stehen. Dann passt das. Noch so ein Ding willst du dir das wirklich antun? Ich habe keine Wahl. Das ist, wenn ich patrouillieren gehe, dann muss ich immer das nehmen, was ich da so bekomme. Das geht dann leider nicht anders. Naja, wird schon passen. Warum steht unter deinem Namen Slayer of the Queen? Das ist ein Titel. Ein Titel, den man dazu bekommen hat, wenn man während der Beta-Zeit, also während dem Start der Beta, gewartet hat. Oder halt während der Open Beta, so muss man sagen. Zumindest so wie Darth Flag es mir es erklärt hat. Also, wenn du dich auch durch die Warteschlange gequält hast, ich bin mir gar nicht mehr sicher, dann solltest du auch jetzt einen neuen Titel verfügbar haben. Du kannst aber auch andere Titel wählen, wenn du welche freigeschalten hast. Musst du einfach mal schauen bei dem Feld, wo du die Banner und sowas einstellen kannst. Dort kannst du auch deinen Titel einstellen. Und außerdem muss man sagen, jetzt zum Thema nochmal ein Karabak. Es macht meistens mehr Sinn, gleich nochmal so ein Biest zu erledigen, wenn man es nicht wirklich gut konnte. Um dann gleich nochmal ein bisschen was zu lernen. Jetzt weiß ich, wie ich mich nicht verhalten soll. Jetzt weiß ich, wo meine Probleme waren. Jetzt kann ich versuchen, es besser zu machen.
Das ist halt das. Wenn man jetzt erst in 5 Versuchen wieder einen erledigt oder einen bekommt, dann hilft das meistens nicht so viel. Deswegen mal schauen, ob es uns irgendwas bringt. Weil irgendwann müssen wir halt lernen, mit den Viechern klarzukommen. Wie gesagt, wenn wir jetzt mit den Viechern nicht klarkommen, dann können wir es im Heroischen auch komplett vergessen. Einfach nur ein bisschen mehr Hit and Run, das ist das. Gar nicht lang versuchen, die Kombos aufzuladen. Gut, okay, das mit den Bienen ist grundlegend egal. Okay. Die habe ich ja auch ganz schnell wieder wegbekommen. Dann einfach vorsichtig sein. Meine Güte, dann braucht die Quest halt ein bisschen länger. Also bringt mir halt auch nichts, wenn ich die ganze Zeit einfach bloß rumliege. Oh Gott. Ja, so viel. Und das ist halt das. Das ist halt das richtig Ätzende. Dass du dann halt sofort das verlierst, wenn du gerade eh keine Ausdauer hast und dich dann wegrollst, dann bekommst du halt sofort den Schaden. Das ist nicht wenig Schaden. Das ist halt das Miese dran. Na, das war dämlich. Ja. Das sind halt solche Sachen so. Ja gut, okay, dann bin ich halt vorsichtiger. Und dann versuche ich halt trotzdem irgendwann mal anzugreifen und dann haut sie mich trotzdem schon die ganze Zeit weg. Jetzt bin ich so gut wie tot. Nicht sehr einfach, das Biest. Überhaupt nicht einfach. So. Die seltenen Momente, wenn sie wirklich mal stehen bleibt, die muss man halt auch eben ausnutzen. Das ist halt das. Das ist okay, dann gehe ich halt zur Seite und dann zack, zack, zack. Ja, nach dem Monster Miner was. Ich würde sagen, danach noch eins. Okay, wenigstens da kann ich ein bisschen draufhauen. Dann nochmal das. Ist das so eine Mischung aus Zeldas und Zeldas Queen? Sowas in der Richtung ist es auch. Oh Gott. Ja, okay. Damit habe ich gerechnet. Ich meine, grundlegend von den Angriffen her kann das Biest ja nicht so viel. Das ist ja das. Ja, das, was es kann, ist halt ultra ätzend. Wieso? Was ist da gerade wieder passiert? Manchmal ist es einfach richtig merkwürdig. Gleich nochmal ein Tränkchen. Okay, wenigstens da bin ich durchgekommen. Das hat zum Glück jetzt auch nicht so viel Schaden gemacht. Na also. Na, komm schon. Shell-Fragment haben wir auch wieder. Das ist nur in Blau. Das ist zu viel Alkohol. Okay, was kommt jetzt? Gar nichts. Okay, die Bienen, aber da kann ich jetzt halt auch vergessen, nach vorne zu laufen. Dann habe ich die Bienen halt, meine Güte. Muss jetzt eben gerade mal. Habe ich wieder vergessen oder nicht richtig nachgeladen. So, okay. Bienen sind weg. Und wir können weiter draufhauen. Bin halt immer zu langsam, um sie irgendwie zu erwischen. Das ist unglaublich. Es ist sehr, sehr heftig. Wenn du sowas sagst wie wenigstens da bin ich durchgekommen oder jetzt muss ich aufpassen, passiert was. Murphy's Law, ja. Keine Chance. Ich soll stehen bleiben, aber wenn ich halt stehen bleib, dann
trifft mich das Biest halt sofort wieder. Kannst du mich einfach mal in Ruhe lassen? Ach, komm. Also in der Agrophase kann man es halt echt vergessen. Da. Okay, kann ich jetzt wieder. Einfach Dankeschön. Ich kann halt wirklich bloß angreifen, wenn es, ja, wenn sie gerade eben so am Boden liegt. Oder eben, wenn sie ihre Bienen holt. Aber ansonsten, nö. Dann muss ich halt einfach wegbleiben. Na toll. Okay, warum auch immer sie jetzt so häufig liegt, aber gut. Können wir mal ausnutzen. Und jetzt die Bienen? Nee. Nee, toll. Na okay, sie flüchtet. Ah, je. Da hinten. Dieses Murphy's Law gab es auch schon im Dark Souls sehr oft. Ja gut, das ist halt eben so ein Spiel dafür. So, aber nicht vor ihr stehen. Und dann aber ein bisschen draufhauen, was Musik gerade eben gemacht hat. Keine Ahnung. Ja, komm schon. Ach. Und da nochmal ein bisschen hinterher. Gut, das mit den Bienen ist das natürlich blöd. Aber ich bleib jetzt einmal weg. Na gut, okay. Ich wollte gerade sagen, das bringt nicht wirklich viel was mit den Bienen. Aber scheinbar doch. Das Monster an sich finde ich vom Aussehen ja gar nicht so schlimm, aber diese kleinen Viecher machen mich richtig kribbelig, okay. So, und einfach wieder weg. Einfach wegbleiben. Einfach sich nicht von der Blutung treffen lassen und... Ja, ne? Selbst wenn das Ding stehen bleibt, kann ich nicht angreifen. Das ist halt das Problem. Also, sobald ich da bin, haut es mich halt schon wieder weg. Das Baby von einem Hammer und der Gunlance in der Hand. Das ist nicht schnell. Also es ist schwer, Sonic auf Speed zu erwischen. Der sich als Insekt verkleidet hat. Ja, toll. Das ist schon richtig, aber es bringt mir halt nicht viel. Ich muss es halt erwischen. Ansonsten brauche ich gar nicht erst mitzugehen auf die Quest. Oh. Bienen. Ne? Okay, hier schießen wollte ich zwar, aber zwar nicht. Aber egal. Jetzt habe ich halt schon wieder bald keine Heiltränke mehr. Ach. Nee, wie gesagt, ich hau halt die ganze Zeit einfach bloß in der Luft rum. Das bringt halt überhaupt nichts. Ich mach mal verabschieden. Hab noch ein bisschen Muskelkater auszuschlafen. Danke einfach für den Stream. Hat schon viel dabei geholfen. Das freut mich natürlich zu hören. Und dann, Sozi, wünsche ich dir eine gute Nacht. Und dann auch einen guten Start in die Woche.
So, jetzt mal ein bisschen drauf, na also. Ein, zwei Schläge und dann weg. Das ist das Einzige, was ich machen kann. Und ansonsten halt einfach auswarten, bis die Agrophase vorbei ist. Wenn das Biest ansonsten ewig braucht, aber hilft ja nichts. Da wäre es halt schön. Das ist halt so ein Biest, wo es halt wirklich fehlt, dass man es nicht irgendwie mal runterwerfen kann. Okay, na also. Ich sag, das bräuchte halt so eine Phase wie beim Shrike oder beim Embermane. Weil das macht die ganzen Monster so angenehm. Dass man sie halt einfach mal erledigen kann. Oder halt mal kurz stoppen kann, weil das hat so ein Biest halt überhaupt nicht als Phase. Und das sind immer die schlimmsten, finde ich. Na gut, wir haben es auf jeden Fall erledigt. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass es so schnell nicht nochmal drankommt. Und dann machen wir jetzt noch ein Monster. Und dann soll es das für heute auch gewesen sein. Ich weiß, dann sind wir zwar nicht so weit gekommen. Da haben wir jetzt, ja, die Huste nicht irgendwie verbessert oder so, aber es passt dann. Könntest du aus einer Verfolgung von dem Firebrand Cherok machen? Das hast du, glaube ich, noch nicht bekämpft. Das ist schon richtig. Aber bringt das so viel, dann die Verfolgung zu machen? Ich meine, dann haben wir das zwar gesehen, das Biest. Aber ihn jetzt halt einmal machen, Wie gesagt, ja, können wir machen. Wie gesagt, das von halt gesehen haben, aber es gibt in Ramsgate noch einen Hund, den man streicheln kann, okay? Das Team ist Mittwoch wieder. Kann man dich nicht zu Donnerstag überreden? Das Problem ist halt, dass Donnerstag das Sommerdämmerungsfest aufhört. Also wenn, dann Dienstag. Aber ja, Donnerstag bringt halt gar nichts. Zumindest, wow, was? Hä? Das war interessant. Okay. Oder wie ist denn das? Ich denke aber schon, dass Donnerstag das aufhört, oder? Das Event. Zum einen verschwindet er danach möglicherweise wieder und zum anderen könnte eine Patrouille noch ein Resuming bedeuten. Ja, das ist schon richtig, klar. Ja, wie gesagt, wenn er danach verschwindet, dann bringt es mir halt auch nichts, ihn jetzt gefarmt zu haben. Wie gesagt, wir können gerne noch machen. Das ist halt das Problem. Alles ist besser als Mittwoch. Ja, gut. Was? Hallo? Ja, das habe ich gesehen.